Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu meinem Lesemonat Oktober 2019. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja ihr Lieben, diesen Monat habe ich 8,5 Bücher gelesen. Ich habe nämlich tatsächlich ein Buch komplett abgebrochen, werde euch aber da natürlich auch erzählen, wieso, weshalb, warum. Und ich denke mal, bevor das Video zu lang wird, starten wir auch direkt. Denn diesen Monat habe ich ja bei einem Lesemarathon mitgemacht und ich habe bei diesem Lesemarathon 3 Bücher leider nur geschafft. Aber ich werde euch natürlich dazu auch berichten, wie das ansonsten so gelaufen ist. Also ich habe halt bei dem Lesemarathon Oktober von Blanchefort Booksypage mitgemacht, der hieß der Lesemarathon des Zufalls. Und da ging es halt einfach darum, dass man Aufgaben mit Zufallsgeneratoren hatte. Sowas wie, ja, der Zufallsgenerator ermittelt jetzt eine Zahl und die muss ich vom Sub abzählen. Und das ist dann das Buch, das ich lesen möchte. Oder aber ein Farbgenerator, der mir sagt, was für ein Cover das Buch haben muss. Sowas in die Richtung. Und das fand ich richtig cool. Konnte aber leider nicht den ganzen Monat diesem Lesemarathon widmen, habe aber natürlich mit einem Buch für den Lesemarathon angefangen. Und da war tatsächlich der Zufallsgenerator mit der Farbe. Also ich habe einen Farbgenerator gewählt, der mir gesagt hat, dass ein bestimmter Gegenstand auf dem Buch blau sein muss. Es sollte nicht das ganze Cover, sondern nur ein bestimmter Gegenstand sein. Und ich habe mir da ausgewählt One True Queen von den Sternen gekrönt von Jennifer Benkow, wo die blauen Augen auf dem Cover natürlich sehr herausstechen. Und deswegen hat das für mich sehr, sehr gut gepasst. In diesem Buch geht es um Maylin. Und Maylin lebt erstmal in unserer ganz normalen Welt. Sie hat eine Schwester, die schon sehr, sehr lange im Koma liegt, im Wachkoma liegt. Und um die sie und ihre Mutter sich kümmern müssen. Und das ist natürlich für Maylin ganz schwer. Sie hat ihre Schwester verloren, diese lebt aber irgendwie noch, ist irgendwie noch da. Aber sie kann nicht mit ihr interagieren. Und natürlich ist das Leben für sie und ihre Mutter seitdem relativ schwer, weil sie natürlich pflegebedürftig ist. Sich nicht äußern kann und auch nicht kommunizieren kann. Und Maylin ist ganz am Anfang im Training. Sie macht, glaube ich, Kendo. Das ist so eine Art Judo, ich kenne mich da nicht aus. Also so eine Art Kampfsport macht sie. Und von der einen auf die andere Sekunde befindet sie sich in einer Welt, die sie nicht kennt. Das heißt, sie hat das Gefühl, sie löst sich auf. Und als sie aufwacht, befindet sie sich in der Wildnis mit Pflanzen, die sehr exotisch aussehen und Tieren, die sie noch nie gesehen hat. Die aus Tieren zusammengesetzt sind, die sie zwar von zu Hause kennt, die aber so einfach bei uns nicht existieren. Und zudem befindet sie sich in einer lebensgefährlichen Situation, denn sie stürzt sich erstmal auf einen Baum auf der Rettung vor einer Horde dieser Tiere. Dieser Baum möchte sie aber tatsächlich sich einverleiben. Und Maylin wird aus dieser Situation von einem jungen Mann gerettet, der ihr erzählt, dass sie in Liaskir ist. Liaskir ist eine Welt, die so ganz anders ist als unsere und die sich fremde Mädchen als Königin aussucht. Denn die Welt ist tatsächlich sehr eigensinnig und holt immer mal wieder Mädchen aus unserer Welt in ihre, um sie zur Königin zu machen. Und so macht Maylin sich natürlich auf die Suche nach der Hauptstadt, weil sie möchte wieder nach Hause. Und sie bekommt von diesem jungen Mann eine Aussicht geboten, der sagt, ja, vielleicht gibt es in der Stadt jemanden, der dich zurückbringen kann. Und jetzt macht sie sich mit ihm eben auf den Weg dorthin. Er möchte ihr natürlich den Weg zeigen und entdeckt so diese fremdartige Welt und erfährt immer mehr, warum sie da ist und was die jetzige Situation dieser Welt überhaupt ist. Ich fand das alles in allem wahnsinnig spannend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin tatsächlich durch dieses Buch wieder so ein bisschen in die Jugendfantasy geschubst worden. Für alle die, die mein Lesegeschmack-Video gesehen haben, die wissen, dass ich mich eigentlich so ein bisschen von diesem Genre abwenden wollte oder einfach ein bisschen weniger in die Richtung lesen wollte, weil ich einfach eine Phase hatte, wo ich überhaupt keine Jugendfantasy gelesen habe. Und durch dieses Buch hatte ich wieder so, so krasse Lust, Jugendfantasy-Bücher zu lesen. Ich war so, mein Gott, es ist so cool, es ist so gut einfach gemacht. Und das ist einfach ein Buch, das ich als sehr, sehr gut empfunden habe. Ich bin natürlich sehr gespannt, weil erst im nächsten Jahr der zweite Teil erscheint. Es wird eine Dilogie werden, das heißt, es werden 2 Teile bleiben. Und ich bin natürlich drauf und dran zu sagen, dieser Cliffhanger zum Schluss, also es endet schon sehr, sehr offen. Das heißt, man hat wirklich dieses Gefühl, man will direkt weiterlesen. Und hätte ich den zweiten gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch direkt weitergelesen. Konnte ich nicht, aber ich freue mich sehr auf den zweiten Band und kann das Buch nur jedem empfehlen, der gerne Jugendfantasy liest, mit viel Action, mit einer coolen Protagonistin, die alles hinterfragt und auch selbst mitmachen kann, denn sie hat ja Kampfsport trainiert
Und natürlich auch eine Art Liebesgeschichte, die eingeführt wird, die ich auch sehr cool fand. Obwohl sie sehr vorhersehbar war, fand ich es trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Und ich fand das auch mal wieder was Neues. Also ich bin halt so in letzter Zeit, wie ihr ja wisst, nicht mehr so in Jugendfantasy-Stimmung. Und es ähnelt sich halt alles sehr. Auch das hier ist jetzt nichts krass Neues, aber irgendwie hat es mich wieder in die Richtung gepusht und das finde ich gar nicht so schlecht. Und deswegen habe ich danach dann auch wieder zu einem Jugendfantasy-Buch gegriffen, das ich auch wieder durch einen Farbgenerator herausgefiltert habe. Und zwar war das auch wieder ein Farbgenerator, der mir gesagt hat, lies ein Buch in Blau. Also diesmal ging es tatsächlich um die Coverfarbe, die musste zu 50% blau sein. Deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden. Die Verlobten des Winters, die Spiegelreisende Band 1 von Christelle Davos. Und dieses Buch wird ja so beworben als dieses Harry Potter-mäßige Weltenkonstellation, also richtig, richtig gute Fantasy. Und genau als das hat es sich auch herausgestellt. In diesem Buch geht es um Ophelia. Und Ophelia ist eine Spiegelreisende, das heißt, sie kann durch Spiegel gehen, allerdings nur innerhalb einer bestimmten Reichweite. Also sie kann jetzt nicht von einer Welt in eine andere Welt oder von ihrer Arche auf eine andere Arche springen dadurch. Und ja, sie lebt auf einer Arche, wie ich schon erwähnt habe. Diese Archen haben sich dadurch entwickelt, dass die Erde quasi wie so explodiert ist. Und dadurch entstanden eben einzelne Landstücke, die in der Luft schweben und diese nennen sich Archen. Ophelia lebt auf einer sehr, sehr heimeligen Arche. Jeder kennt jeden, alles ist sehr familiär, sehr verbunden und sie sind auch mit dem Geist der Arche sehr, sehr vertraut. Sie arbeitet selbst in einem Museum und liebt das über alles. Ja, ihre Arche nennt sich Anima und Ophelia hat eben noch eine sehr, sehr coole Fähigkeit, denn sie kann Dinge lesen. Das bedeutet, wenn sie etwas anfasst, dann kann sie die Vergangenheit dieses Dinges lesen oder quasi der Besitzer dieses Dinges, wo dieses Ding gewesen ist, was es für eine Geschichte durchgemacht hat, etc. Also richtig, richtig spannend, allein schon der Aufbau, finde ich, dieser Geschichte. Allerdings kommt es jetzt dazu, dass Ophelia ihre Arche Anima verlassen muss und zum Pol gehen soll. Denn dort wohnt, jetzt lasst mich gerade mal gucken, Thorn. Und Ophelia wird tatsächlich von den obersten Leuten dazu gebracht, Thorn zu heiraten. Also irgendwelche mächtigen Menschen möchten das gerne, dass die beiden heiraten, obwohl sowohl Thorn als auch Ophelia keinerlei Absicht dazu hat, den jeweils anderen zu heiraten. Also sie finden das beide nicht so super und Thorn stellt sich halt auch direkt als eiskalter Typ heraus, der überhaupt nicht nett zu Ophelia ist. Und auch Pol, die Arche, auf die Ophelia jetzt ziehen muss, ist alles andere als das, was sie bisher kennt. Es ist eisig, es wird beherrscht von Intrigen und Dramen und man kann eigentlich niemandem vertrauen. Das heißt, eine Atmosphäre, die Ophelia so überhaupt nicht kennt. Und ja, das erstmal grob zum Inhalt. Und Leute, ich war wirklich fasziniert von dieser Weltenkonstellation. Das ist wirklich so, wie es hinten drauf steht. Die Spiegelreisende steht Harry Potter in nichts nach. Eine abenteuerliche Reise durch sagenhafte Welten. Also es ist halt, diese Weltenkonstellation hat mich so fasziniert. Es war so anders, es war so cool gemacht. Und auch, dass jede dieser Archen so seine bestimmten Eigenschaften und Merkmale hat. Und Ophelia diese jetzt erkunden muss und sich in einer vollkommen neuen Situation zurechtfinden muss, die sie halt so noch nie durchgemacht hat. Und natürlich bestimmte Fähigkeiten, die jeder Clan so hat. Und das ist schon richtig, richtig gute Fantasy gewesen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Denn das Ganze wird ja wahrscheinlich eine vierteilige Reihe. Zwei Stück gibt es schon. Der dritte wird wahrscheinlich Ende oder Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und ich bin dann mal gespannt, wann der vierte kommt. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass es vier werden sollen. Drei sind auf jeden Fall schon mal in Aussicht. Und ja, ich kann euch das Buch nur empfehlen. Also wirklich, dieser Monat hat mit zwei grandiosen Jugendfantasy-Reihen angefangen, die ich beide sehr, sehr gespannt gelesen habe und mich auch sehr auf die weiteren Teile freue. Und ja, ich meine, von Die Spiegelreisende, den zweiten Band, habe ich jetzt noch nicht. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall im Laufe des nächsten halben Jahres zulegen. Ich meine, Weihnachten kommt bald, wer weiß. Und ja, aber sehr, sehr gut, wirklich. Ich kann nur sagen, wenn ihr Jugendfantasy mögt, dann solltet ihr euch eins von diesen beiden Büchern auswählen. Oder sogar beide, weil das jetzt so die Top-Bücher in dem Bereich sind, finde ich. Und dann kam schon das dritte und letzte Buch, was ich für den Lesemarathon im Oktober gelesen habe. Und da habe ich tatsächlich einfach einen Zahlengenerator benutzt
und geguckt, welches Buch soll ich denn jetzt lesen, welche Zahl soll ich abzählen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Zahl es war, aber rausgekommen ist dabei dieses Schmuckstück hier, nämlich Unter dem Zelt der Sterne von Jen Bennett. Ein Buch, das ich absolut mittelmäßig fand. Es hat mir gar nicht mal so gut gefallen. Ich habe halt gedacht, dass es so in eine Richtung süße Liebesgeschichte gehen könnte, auch im Jugendbuchbereich. Also es ist jetzt kein Buch, das schreit, ich bin nur adult, aber ich habe mir schon so ein bisschen was in die Richtung drunter vorgestellt. In diesem Buch geht es um Zori und Lennon, die mal beste Freunde waren und auch schon so wirklich in die Richtung gepusht waren, ja, wir verlieben uns gerade ineinander, die aber durch eine bestimmte Sache, ja, komplett die Freundschaft und die Liebe alles verloren haben. Sie hassen sich sogar am Anfang dieser Geschichte. Durch Zufall kommt es aber dazu, dass sich beide zusammen auf einem Zeltausflug befinden. Und Zori ist halt überhaupt nicht die Zelterin. Sie findet Wildnis gar nicht mal so geil. Ist aber aufgrund einer Freundin mitgekommen, die sie tatsächlich auch schon lange nicht mehr so als richtige Freundin bezeichnet. Und sie möchte das Ganze einfach so ein bisschen wieder aufleben lassen, weil sie sie eigentlich als gute Freundin schätzt und das Ganze nicht zerstören möchte. Und deswegen, ja, befindet sie sich auf einem Zeltausflug und Lennon ist auch dabei, was sie nicht wusste. Aber natürlich begnügt sie sich jetzt damit, denn sie sind halt schon drauf und dran zu fahren. Und auf diesem Zeltausflug kommt es zu einem sehr, sehr großen Streit, der dazu führt, dass Lennon und Zori bald allein unterwegs sind. Was da dann so passiert, solltet ihr selber lesen, aber natürlich weiß man, das Ganze ist eine Liebesgeschichte und es wird darum gehen, kommen die beiden zusammen oder nicht. Und was hat es damit auf sich, dass sie überhaupt auseinandergegangen sind, darum geht es in diesem Buch. Erstmal zum Cover, denn das hat mich dazu bewogen, das Buch zu kaufen. Ich fand es wunderschön, muss aber ehrlich sagen, dass ich relativ von der Geschichte enttäuscht wurde. Also es ist ein absolut mittelmäßiges Buch. Es geht nicht in die hochwertigen Punkte-Wertungen. Ich würde mal sagen, es pendelt sich so zwischen 2 und 3 Sterne ein bei mir, weil es nicht sonderlich gut geschrieben ist, es keine Geschichte ist, die super neu ist und auch diese ganze Wildnissache kommt gar nicht so sehr raus. Außer, dass er anscheinend der Top-Wildnisführer ist und sich mit allem super auskennt und die anderen alle sich total dumm verhalten und überhaupt nicht auf ihn hören. Und ich weiß nicht, also es ist halt auch sehr, sehr klischeebehaftet, auch dass wir zum Beispiel einen Elternteil haben, der sich komplett dagegen stellt und auch alles tut und auch richtig mies ist, nur damit diese Beziehung nicht funktioniert. Und das sind halt auch so Sachen, die gerade auch bei New Adult relativ häufig sehr überspitzt dargestellt werden. Dass Eltern dann auf einmal komplett ausrasten, sagen, ja, du bist nicht mehr mein Kind, wenn du mit dem zusammenkommst. Und das sind halt einfach so unrealistische Situationen, wo ich mir so denke, das würde kein Elternteil machen. Und ich weiß es nicht. Also ich meine, ich kenne nicht jede Familiengeschichte hier, die es gibt, aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass sich jemand so, so sehr gegen den Freund oder den Freundin von dem Kind wehrt, dass er dann sogar in die gehässige Richtung geht und sagt, du wirst nie mehr mein Kind sein, wenn ihr zusammenkommt. Also es ist schon sehr, sehr überspitzt dargestellt und in diesem Buch eben auch. Und zudem fand ich halt fast alle, die mit auf diesem Ausflug waren, sehr, sehr unsympathisch. Vor allem, als sie die beiden dann alleine lassen, weil es sind halt so 2, 3 Leute dabei, wo man noch so sagt, okay, die sind sehr vernünftig, die schließen sich auch diesem Streit nicht an, der passiert, bevor die anderen eben gehen. Die dann aber trotzdem Zori und Lennon komplett alleine lassen im Wald, obwohl Zori sich im Wald überhaupt nicht auskennt. Also das ist halt schon eine Situation, wo man sich so denkt, okay, what the fuck, ja? Also es ist absolut kein Buch, das ich empfehlen würde, weil es in diese Richtung einfach Bücher gibt, die sehr, sehr viel besser gemacht sind. Gerade heute wieder habe ich mit Leuten über First Comes Love gesprochen von Katie Krasi, ich weiß nicht, wie sie heißt. Es gibt halt einfach Sachen in diesem Genre Jugendbuch oder Liebesjugendbuch oder vielleicht auch nur Adult, die 10-mal besser gemacht sind. Deswegen ist das ein Buch, das wunderschön aussieht, aber leider vom Inhalt her nicht das verspricht, was es eben vom Cover, uns sagen will, so gefühlt. Deswegen, ja, das war tatsächlich eher eine Enttäuschung für mich. Ich habe es zwar durchgezogen, weil es gibt tatsächlich nicht viele Bücher, die ich abbreche und es muss schon sehr, sehr viel passieren, damit ich ein Buch abbreche. Und deswegen, ja, habe ich das dann eben komplett gelesen. Aber ja, es war jetzt nicht unbedingt das Highlight irgendwie. Und ja, das war es dann für mich tatsächlich auch schon mit dem Lesemarathon. Danach habe ich mich tatsächlich so ein bisschen auf Rezensionsexemplare
spezialisiert oder habe halt mehr darauf geachtet, dass ich Rezensionsexemplare weglese. Und deswegen kommen jetzt auch drei Rezensionsexemplare hintereinander, die ich weggelesen habe. Und zum ersten war das 9 von Zach Hines. Dieses Buch war, gerade was Rezensionen angeht, eher ambivalent beschrieben. Deswegen hatte ich so ein bisschen zwiespältige Gefühle, als ich drangegangen bin und habe halt gedacht, dass sehr, sehr viel offen bleibt, weil ich gerade in einer Rezension gelesen habe, dass ein Mädchen sehr, sehr spezifisch darauf eingegangen ist, dass in diesem Buch sehr, sehr viel offen bleibt und nicht geklärt wird. Und deswegen war ich halt so, okay, wenn irgendwelche Mainplots offen bleiben oder so, und das ist ja ein Einzelband, das wird keine Reihe, dann würde ich das wahrscheinlich auch ziemlich doof finden. Aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Julian oder Julian, ich weiß nicht genau, Zach Hines könnte Julian sein, der in einer Welt lebt, in der man 9-mal wiedergeboren wird. Das heißt, sobald man stirbt, wacht man quasi in einem neuen optimierten Körper wieder auf im See der Wiedergeburt. Das heißt, man verlässt den alten Körper und taucht in einem neuen, schöneren, fitteren Körper wieder aus diesem See der Wiedergeburt auf. Und Julian hat sich halt komplett dagegen gesperrt. Er ist noch in seinem ersten Leben und in seiner Welt ist es halt so, dass wir natürlich immer noch Überbevölkerung haben. Das ist ja bei uns auch der Fall. Und es jetzt natürlich noch schwieriger wird, wenn jeder mal ein neues Leben hat, bevor er verendet. Und deswegen gibt es eine Art Lebensplan, der halt sagt, ja, ab einem bestimmten Alter musst du in dein nächstes Leben starten, damit du quasi an die Uni gehen kannst. Es ist einem quasi nur gestattet, ab dem dritten Leben die Uni zu besuchen. Oder man bekommt halt bestimmte Vergünstigungen für die Familie, sobald man in ein neues Leben startet. Julian ist noch in seinem ersten Leben, er ist an der Highschool. Und er weiß natürlich, dass für ihn seine Zukunftsaussichten jetzt momentan nicht die besten sind, weil er auch nicht vorhat, in sein nächstes Leben zu starten. Er findet das ein komplett bescheuertes System, kann damit überhaupt nichts anfangen. An seiner Schule, da gibt es die Auslöscher. Und diese sind halt so gestrickt, dass sie sagen, ja, umso öfters du dich umbringst, umso besser, folg nicht dem Lebensplan, bring dich am besten direkt um. Also das sind halt einfach Leute, die die anderen anstacheln, sich öfters umzubringen. Und diese veranstalten halt auch sehr, sehr oft Auslöschpartys, wo man einfach mal hingeht, um ja, Kiss oder Kill zu spielen. Also Kuss oder Schuss, das heißt, du drehst die Pistole und auf denjenigen, auf den sie zeigt, den darfst du jetzt umbringen oder den darfst du küssen. Du kannst es selbst aussuchen. Also das sind halt einfach Partys, wo Kinder hingehen, um sich umzubringen und in das nächste Leben zu starten. Und Julian findet das halt komplett bescheuert. Also er sieht überhaupt nicht den Sinn dahinter, wird aber tatsächlich durch einige Dinge, die ihn und seine Familie betreffen, dazu gezwungen, auch in seine nächsten Leben zu starten. Und dadurch kommt er eben, ja, um so manchen Dingen auf die Spur, die mit diesem ganzen System zusammenhängen und die ihn natürlich an allem zweifeln lassen, was er kennt. Und die auch damit zu tun haben, dass seine Mutter gestorben ist. Und ja, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich hatte überhaupt keine Probleme damit, dass zum Schluss ein paar kleine Sachen offen geblieben sind. Es ist jetzt nicht so, als würden irgendwie die größeren, hauptsächlichen Dinge offen bleiben. Deswegen fand ich das sehr, sehr cool. Es war eine Dystopie, die mit einem Thema spielt, was ich richtig krass fand, weil gerade der Anfang, dieses Buch beginnt mit einer Auslöschparty. Und das ist einfach so krass, wie diese Teenager einfach aus Spaß ihre Leben beenden und das auf die grausamste Art und Weise, um irgendwie Aufmerksamkeit damit zu erregen. Also das war für mich schon sehr morbide und auch sehr, wie soll ich das sagen, also ich habe mich schon so ein bisschen davor geekelt und ich konnte Julian sehr mitfühlen, wie er darüber gedacht hat. Auch er ist ja dorthin gegangen, um einer Freundin quasi beizustehen oder einfach um mit ihr dorthin zu gehen, und als er dann ihren toten Körper am Ende des ersten Kapitels dort gesehen hat, und das fand ich ganz, ganz schlimm. Also das ist halt wirklich eine Sache, man fühlt mit ihm, und ich finde es halt schon spannend, was er rausfindet, was daraus gemacht wurde. Ich hatte nicht so viele Probleme damit, dass ein bisschen was offen geblieben ist, deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein Buch im höherwertigeren Punktebereich, so 4 Punkte oder sowas, würde ich dem geben. Ich bin ja nicht mehr so der Typ, der jedem Buch Sterne gibt. Es gibt einfach Bücher für mich, die ich als Highlights empfinde, wie jetzt zum Beispiel in letzter Zeit war das Ting, oder welche, die schon sehr, sehr gut
sind, welche die mittelmäßig sind und welche die sehr, sehr schlecht sind. Also ich bin jetzt nicht mehr so der Typ, der komplett darauf achtet, den Büchern Punkte zu geben. Das werdet ihr wahrscheinlich in letzter Zeit auch gemerkt haben. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Und deswegen, für alle, die die Dystopien mögen, ist das bestimmt eine coole Sache, da mal reinzugucken. Auf jeden Fall, die Rezension findet ihr auch in der Infobox. Genauso wie zu diesem Büchlein hier, nämlich Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf, wie die Bahn uns alle irre macht. In diesem Buch geht es um Leserbriefe. Also die Herausgeberin Maria Wiesner hat vor einem, ich weiß nicht wann, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren oder so, Leute dazu angestiftet oder einfach eine Art Ausruf gemacht, dass alle die, die manchmal Probleme mit der Bahn haben oder eine krasse Geschichte darüber zu erzählen haben, ihr einfach mal das zuschicken sollen. Und sie hat das dann halt immer in der Zeitung veröffentlicht. Und was da zusammengekommen ist, ist sowohl amüsant, als auch sehr, ja, ich finde es einfach, ich kann so mitfühlen. Ich hatte einfach solche empathischen Gefühle zu diesen Personen, weil ich das halt auch einfach über 3 Jahre lang mitmachen musste mit der Bahn. Und das ist halt einfach jetzt momentan durch die ganze Klimadiskussion, ist ja von allen Seiten zu hören, fahrt mit Bus und Bahn. Aber das ist nicht so einfach, weil man sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen muss und die Bahn fast nie pünktlich und einfach überhaupt nicht zufriedenstellend arbeitet. Und auch einfach nicht so, als dass man sich auf sie verlassen könnte. Und deswegen ist das halt eine Sache, die ich sehr, sehr spannend fand. Vor allem, weil man ja immer so denkt, oh, ich bin der Einzige, dem jeden Tag einfach Verspätungen passieren, immer wieder Verzögerungen, immer wieder einfach Bahnen oder Züge, die stehen bleiben und man erfährt den Grund dafür nicht. Das sind einfach so Sachen, wo man sich manchmal so voll alleine fühlt, weil ich bin ja nicht immer alleine gependelt, aber relativ häufig. Und dann hatte ich immer so das Gefühl, dass, ich meine, klar, es sind noch ganz viele andere Leute mit in der Bahn, aber trotzdem sitzt man da so, wieso passiert das immer mir? Warum sind es immer meine Züge, die ausfallen? Und ja, deswegen, ich konnte diese Leute so gut verstehen. Ich habe so ein Mitgefühl beim Lesen gespürt und ja, fand das einfach ein sehr, sehr gutes Buch für alle Leute, die halt sagen, ja, fahr mit Bus und Bahn. Es ist einfach nicht immer so einfach, das zu sagen, weil gerade auch bei uns gibt es zum Beispiel noch nicht mal Verbindungen. Also es gibt hier keine Gleise. Ich könnte nicht mal einfach so in den Zug steigen. Und deswegen, das fand ich wirklich, wirklich eine richtig schöne Sache. Sehr lustig, sehr amüsant und doch auch irgendwie traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass es halt wirklich jeden Tag passiert. Ein Buch, das ich jedem mal ans Herz legen würde, der vielleicht nicht pendelt und einfach mal nachvollziehen möchte, warum sich manche Leute so veräppelt fühlen, die eben tagtäglich auf die Bahn angewiesen sind. Und diese halt einfach total unzuverlässig leider arbeitet. Und ja, ich finde das eine sehr, sehr gute Sache, dass da mal ein Buch drüber rausgekommen ist. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich schon Bücher darüber. Aber die sind mir jetzt noch nie aufgefallen, deswegen habe ich halt das angefragt und ja, die Rezi findet ihr in der Infobox. Als nächstes habe ich dieses Buch hier gelesen, nämlich Sieh mich an von Erin Stewart. Davon gibt es auch eine Rezension, die ihr gerne noch angucken könnt, wenn ihr denn möchtet. In diesem Buch geht es um, jetzt lasst mich mal gucken, Ava. Und Ava hat eine fürchterliche Sache mitmachen müssen. Sie war nämlich bei einem Feuer dabei, bei dem ihre komplette Familie und ihre beste Freundin, ihre Cousine gestorben sind. Und sie lebt jetzt eben bei ihrer Tante. Und ja, ihre Tante möchte tatsächlich, dass sie wieder zur Schule geht. Und für Ava ist das halt so eine Sache, nein, sie will das nicht, sie findet das auch überhaupt nicht gut, weil sie halt komplett gezeichnet ist. Also man sieht es ihr an, dass sie bei diesem Feuer dabei war. Sie hat überall im Gesicht Narben, Geschwülste, sie hat überall Transplantate. Also es ist äußerlich sichtbar, dass sie ein Brandopfer ist. Und sie stimmt jetzt einem Experiment von 2 Wochen zu, von dem sie sich aber ganz sicher ist, dass sie danach nicht mehr in die Schule gehen wird. Aber natürlich kommt alles anders, als sie denkt. Sie findet dort Freunde, es kommen aber auch Intrigen auf sie zu und es kommt dazu, dass sie vielleicht ein altes Hobby wieder aufleben lassen kann. Und das ist ein richtig, richtig gutes Buch. Ich finde, sowohl äußerlich als auch innerlich ist das einfach richtig toll gemacht, weil ich finde, das Cover spiegelt einfach das Innere wider. Es ist nicht sonderlich schön, es ist auffällig und genau das ist auch das, was Ava ausmacht. Und es geht in diesem Buch halt einfach darum, wir sind nicht unser Körper. Und dass man eben einfach auch mal herausfinden kann, wer bin ich eigentlich, warum definiere ich mich immer so sehr über mein Aussehen. Also ich finde das ein richtig, richtig, richtig gutes Buch. Es ist so ein bisschen ein Buch, das an Wunder erinnert von Raquel Palacio, wo es ja auch um den kleinen, ich glaube August heißt der, wo es um August geht, der eben auch schon sehr, sehr viele Operationen schon seit er ein Baby war mitmachen musste und jetzt halt eben auch auf eine normale Schule gehen muss. Und ich glaube sogar,
Er ist noch relativ jung. Entweder geht er in die 5. Klasse oder aber noch in die Grundschule. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Und auch da sind die Kinder ja nicht gerade zimperlich. Und ja, dieses Buch hat mich halt sehr daran erinnert, nur dass es hier eben um eine Jugendliche geht, die das durchmachen muss. Und ja, ich finde, das zeigt einem einfach mal wieder, wie oberflächlich die Menschheit ist und dass man sich halt einfach mal überwinden muss und nicht immer nur darauf gucken muss, wie andere Leute aussehen, sondern eben einfach auf die inneren Werte achten sollte. Und ja, ich fand das sehr, sehr schön. Es hat mir die Augen auch ein Stück weit weiter geöffnet als vorher. Und das ist ein Buch, was ich euch sehr ans Herz legen würde, weil es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, als nächstes habe ich eines der wohl gehyptesten Bücher. Ja, ich weiß gar nicht, es ist schon älter, aber es ist eines der gehyptesten Bücher, vor allem auch auf BookTube, das ich sehr, sehr lange Zeit nicht lesen konnte, weil die Hardcover-Ausgaben nicht mehr zu bekommen sind. Und jetzt ist ein Schuber rausgekommen und wahrscheinlich weiß jetzt jeder zweite von euch, wovon ich rede. Und zwar handelt es sich um Grisha, Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Der erste Teil der Grisha-Trilogie. Endlich, endlich habe ich es geschafft, diesen Band zu lesen. Und ich muss sagen, dass ich doch ein bisschen enttäuscht war. Also versteht mich nicht falsch, ich habe das Buch jetzt nicht irgendwie gehasst oder so. Ich fand es in Ordnung. Ich fand auch den Plot ganz cool. In diesem Buch geht es um Alina. Und Alina wächst mit, Gott, wie heißt denn der Typ? Malien. Malien? Auf jeden Fall nennt sie ihn Mel. Und sie wächst mit Mel als Waise bei einem Herzog auf. Und dort werden eben die Kinder auch getestet, ob sie Grisha sind. Und bei Alina stellt sich heraus, dass sie keine Grisha ist. Deswegen können sie und Mel, als sie älter werden, dann beide bei der Armee anfangen. Sie als Kartografin und er als Fährtenleser. Sie sind die besten Freunde, aber Alina hegt natürlich schon innerlich mehr Gefühle für ihn. Was tatsächlich schon zu einem Punkt führt, den ich anmakeln muss. Denn es ist sehr, sehr vorhersehbar, dass sie in ihn verliebt ist und dass sie wahrscheinlich zusammenkommen werden. Ich kann natürlich noch keine Vermutung über Band 2 und Band 3 anstellen, aber ich schätze mal, dass es wahrscheinlich zum Schluss die beiden sind, die da zusammenkommen. Ich würde es mir anders wünschen, einfach damit das Buch ein bisschen aus der Reihe fällt, aber das weiß ich natürlich noch nicht. Aber in diesem Buch war es sehr, sehr vorhersehbar, dass sie ihn will und dass sie mit ihm zusammenkommen wird. Auf jeden Fall stellt sich dann irgendwann heraus, als ihr Freund in Lebensgefahr steckt und sie ihn rettet, dass sie eben doch eine Grisha ist. Und dass sie das all die Jahre verstecken konnte. Sie weiß selber nicht, wie genau das passiert ist. Sie wusste auch nicht, dass sie diese Kräfte hat. Allerdings wird sie jetzt eben zu einer Art Schule gebracht, wo sie eben lernen kann, ihre Kräfte zu kontrollieren. Beziehungsweise sie wird sogar zum Kaiser gebracht. Zum Kaiser dieses Landes, dieses Reiches, was auch immer. Um dort ihre Fähigkeiten zu erlernen. Und das ist quasi so der Hauptplot. Mehr möchte ich an sich zum Inhalt nicht sagen. Den Inhalt fand ich ganz cool. Ich fand es auch richtig cool gemacht, wie sie dann da eben erstmal nicht so ganz versteht, wie sie ihre Kräfte benutzen soll und wie sie dann zum Schluss weiß, warum das so ist. Das fand ich richtig cool. Aber ja, was hat mir denn nicht gefallen? Achso, zum einen, was mir noch ganz cool gefallen hat, war ihre Geschichte mit dem Dunklen. Dazu möchte ich jetzt auch nichts weiter sagen, aber das fand ich richtig cool, weil das dem Ganzen so einen gewissen Touch gegeben hat, den man tatsächlich nicht erwartet hätte. Das fand ich cool, weil das war nicht vorhersehbar und deswegen hat mir das gut gefallen. Aber was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, und das steht jetzt im krassen Gegensatz zu dem Buch, was ich davor gelesen habe, ist das Schönheitsideal der Autorin anscheinend oder aber von Alina. Oder generell von allem, was in diesem Buch passiert. Also Alina wird halt beschrieben als ein Mädchen, das mittelmäßig aussieht. Eher so ein bisschen graue Maus mäßig mit dunklen Ringen unter den Augen, die sie schon immer hat. Und es wird halt immer wieder davon gesprochen, dass sie halt eher hässlicher Natur ist. Es wird halt wirklich gesagt, dass sie nicht hübsch ist. Ich glaube, der Kaiser sagt sogar wirklich, als er sie sieht, na, das ist ja nicht wirklich ein hübsches Ding, so ungefähr. Und das, obwohl Grisha tatsächlich als die schönsten Wesen dargestellt werden. Also Grisha sind halt, können nicht krank werden, haben tolle Körper, schöne Haare, die Augen glänzen, immer rosige Wangen. Und natürlich passt Alina da überhaupt nicht ins Bild. Und deswegen wird sie tatsächlich von einer Art Bildnerin immer wieder ein bisschen hübscher gemacht. Ihre Augenringe werden ein bisschen aufgehellt und sie wird immer so ein bisschen rosig gemacht, weil sich das ja am Hof so gehört. Sie kann nicht so rumlaufen, wie sie ist. Und das war schon eine Sache, wo ich mir so dachte, okay, das stört mich jetzt schon. Und für alle, die dies noch nicht gelesen haben, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Ich fand es ganz, ganz schlimm, dass sie halt wirklich, als sie dann ihre Kräfte wirklich entdeckt und auch merkt, warum sie die unterdrückt hatte immer,
dass sie dann auch dieses Aussehen einer wunderschönen Grische hat. Die dunklen Augenringe verschwinden, ihre Haare glänzen auf einmal und nehmen eine schönere Farbe an und auch ihre Augen und alles und sie wirkt athletischer und man denkt sich so, ja, aber wieso? Musste das denn sein, dass wir eine wunderhübsche Protagonistin auf einmal bekommen? Vor allem, wenn sie vorher als dieses eher hässliche Entlein beschrieben wurde. Also ich verstehe halt nicht, was für ein Schönheitsideal die Autorin hat. Muss denn jeder immer schön sein? Also ich meine, es geht ja schon öfters in Büchern um Leute, wo geschrieben wird, ja, sie sah eher mittelmäßig aus. Und trotzdem ist sie dann natürlich die Schönste und genau der Typ will sie haben, auch wenn sie nicht besonders hübsch ist. Ich finde das so krass, dass das überhaupt immer noch überall betont wird. Ich meine, kann man nicht einfach sagen, ja, sie hatte blaue Augen und blonde Haare oder sie hatte braune Augen und braune Haare und gut ist? Muss man immer dazu sagen, sie war hübsch oder sie war hässlich? Wieso muss sie hier überhaupt diese Wandlung durchmachen von einer eher durchschnittlichen Person zu einer wunderschönen Grischer? Also, das war halt eine Sache, wo ich sage, ich verstehe es nicht, was die Autorin für ein Schönheitsideal hat anscheinend und was sie da predigt. Von wegen jeder, der coole Kräfte hat oder der was Cooles kann, muss wunderhübsch sein und toll aussehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das fand ich nicht so cool und zudem fand ich die Figuren sehr klischeebehaftet. Also sie ist halt so, sie macht nichts selber, außer zum Schluss, aber auch da hat sie nicht wirklich viel in der Hand. Also sie ist zwar die Grischer, die alles ändern kann und die Welt retten kann, natürlich, aber sie befindet sich eigentlich wirklich über die Hälfte oder drei Viertel des Buches wirklich auf dieser Akademie, wo sie lernen soll, was sie machen muss. Und ansonsten macht sie nichts. Also im Hintergrund laufen ganz, ganz viele Sachen ab, die ihr halt weiterhelfen sollen, aber sie selbst mischt sich da nie ein. Sie sagt so, ja, ja, okay, cool, dass ihr das macht, danke, danke, und lässt sich von jedem was sagen und glaubt auch erstmal alles. Aber dass sie selbst mal den Anstoß zu irgendwas gibt, das kommt halt erst, nachdem sie zum Schluss gesagt bekommt, ja, das mache ich dann jetzt. Also sie nimmt schon wieder eine Anweisung an. Das ist halt alles so ein bisschen, wo ich mir so denke, okay, Eigeninitiative ist bei der Protagonistin gar nicht. Und dann kommen wir zu Mel, in den sie ja verliebt ist, der am Anfang als einer der geschmacklosesten Typen beschrieben wird, den es gibt. Der steht auf jede, auch nur ansatzweise heiß ankommende Frau oder Grischer, möchte mit jeder zusammen rumhängen und findet die sexistischen Ausdrücke von seinen Kollegen auch nicht schlimm. Und auch die total tolle Beziehung zwischen ihm und Alina wirkt sehr, sehr einseitig, weil wir ja als Leser wissen, dass Alina auf ihn steht. Und als dann zum Schluss wirklich diese sehr vorhersehbare Wendung kam, dass er anscheinend auch auf sie steht, war es so, okay, er benimmt sich komplett anders. Er ist wie ausgewechselt. Also er hat eine komplette Charakterwende auf einmal gemacht. Und da denkt man sich schon so, hat die Autorin das jetzt gemacht, damit es irgendwie ins Bild passt? Aber was hat es mit dem Mal zu tun, den wir von vorne kannten? Also das ist halt auch so eine Sache. Die Figuren sind sehr, sehr klischeebehaftet, sehr austauschbar. Außer natürlich Mal und Alina. Aber alle anderen Figuren, Nebenfiguren, sind sehr austauschbar. Und deswegen habe ich mir auch von keinem der anderen Figuren den Namen gemerkt, außer von dem Dunklen. Weil sonst natürlich auch niemand eine riesen Rolle spielt. Ich meine, es gibt ein paar Figuren, die einen Ticken eine größere Rolle spielen. Aber ja, die haben halt alle nicht so wirklich eine krasse Charakteristika bekommen. Also das ist ein Buch, wie gesagt, den Plot fand ich jetzt ganz cool. Ich habe nichts dagegen auszusetzen. Aber es sind halt so manche Sachen, die mich schon enttäuscht haben. Vor allem, weil nach diesem Hype zu urteilen, das ja eines der absoluten Highlights hätte werden müssen. Und das ist halt einfach ein 0815 Jugend-Fantasy-Buch. Also es war jetzt für mich nichts Besonderes. Es war auch nichts, was ich noch nie gelesen habe oder so. Außer, dass es halt in so einer Art Russland spielt, die Atmosphäre war ganz cool und ich kannte ja auch die Welt. Aber man merkt schon, dass sich die Autorin, gerade was die Sprachgewalt und den Weltenaufbau und generell das Erzählen angeht, dass sie sich sehr, sehr gesteigert hat, auch was die Figuren angeht, wenn man sich das Lied der Krähen betrachtet. Denn ich habe ja das Lied der Krähen und das Gold der Krähen gelesen und diese Bücher sind zu 100% besser als dieser erste Band. Ich meine, wie gesagt, ich kann noch nicht über Band 2 und Band 3 urteilen, weil die habe ich noch nicht gelesen. Und es kann ja sein, dass die Autorin sich schon da gesteigert hat. Aber gerade was die Charaktere angeht, das hat sie so, so viel besser an das Lied der Krähen gemacht. Da haben wir so viele Figuren, die so ausgeprägte Charakteristika haben. Das Zusammenspiel ist so, so gut gemacht, dass ich einfach momentan noch der Ansicht bin, dass diese Reihe mir sehr, sehr viel besser gefallen wird als die Grischer-Reihe. Einfach, weil ich den ersten so unterirdisch fand. Also für ein Jugend-Fantasy-Buch okay,
Aber im Gegensatz zu das Lied der Krähen, das kann man gar nicht vergleichen. Das sind Höhenunterschiede. Das ist halt wirklich, das eine ist hier und das andere ist hier. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was in Band 2 und Band 3 noch auf mich zukommen wird und ob mir das vielleicht besser gefallen wird. Und ich habe ja auch noch die Geschichte von diesem Nikolai, der jetzt zum Beispiel in diesem Buch noch keine Rolle gespielt hat. Ich schätze aber, dass der in Band 2 und 3 auftauchen wird, weil man ihn ja anscheinend schon kennen soll, wenn man Grisha gelesen hat. Also das steht, glaube ich, sogar hinten auf dem Klappentext. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, weil da kommt noch einiges auf mich zu. Und momentan bin ich eher in so einem Mood, dass ich sage, ich weiß nicht, ob diese Reihe es mit der Spin-off-Reihe der Autorin aufnehmen kann, weil momentan ist das noch nicht der Fall. So, jetzt kommen wir zu dem Buch, das ich abgebrochen habe. Das Buch habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe aber stellvertretend eine Leseprobe, damit ihr wisst, wie das Cover aussieht. Und zwar ist das Kissing Lessons gewesen von Helen Huang. Ich habe dieses Buch deswegen gekauft, weil ich dachte, es ist so eine Art New Adult. Wie sich herausgestellt hat, ist das nicht der Fall, weil die Protagonistin ist schon Anfang 30. Das bedeutet natürlich, das ist keine New Adult mehr. Da geht es um junge Erwachsene bis in die 20er, aber ich würde jetzt mal nicht sagen bis zu 30. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um eine junge Frau, die Asperger-Autistin ist. Das bedeutet natürlich, dass sie nicht so gerne berührt wird, dass sie auch generell nicht sehr viele Sozialkompetenzen hat und dass sie eher in einem geregelten Tagesablauf ist und dass sie sehr, sehr gerne auf der Arbeit ist und dort programmiert, weil Zahlen ihr Freund sind quasi. Und das Buch fängt ganz, ganz witzig an eigentlich. Und es ist zu etwas komplett anderem geworden, als ich erwartet hatte. In diesem Buch geht es darum, dass wir am Anfang eine Situation haben, in der Gott, wie heißt sie eigentlich noch? Ja, Stella sitzt am Tisch mit ihren Eltern, die sich dazu entschieden haben, dass es jetzt Zeit wird, dass sie Enkelkinder kriegen. Und Stella hat zwar auch schon Sex gehabt, aber tatsächlich ist es eher so, dass sie unten liegt, das ganz grauenvoll findet und die Männer machen lässt. Und wenn die fertig sind, denkt sie sich, okay, war irgendwie scheiße und geht wieder. Das Ganze ist schon dreimal vorgekommen, aber es ist natürlich nichts, was sie gerne wiederholen möchte, weil sie es einfach nicht so toll findet. Generell ist ja Anfassen eher schwierig bei Asperger-Autisten. Auf jeden Fall haben wir dann die Situation, dass sie in ihrem Büro sitzt und dann kommt ein Kollege vorbei und der hat eine Wochenpackung Kondome einfach in der Hand und prahlt damit, dass am Wochenende die wahrscheinlich alle verbrauchen wird. Und fragt sie jetzt aus dem Nichts heraus, ob sie noch Jungfrau ist. Und sie sagen so, nee, natürlich nicht. Und er dann so, hier, kein Ding, alles gut. Das macht eben alles die Übung. So. Und jetzt sitzt sie da. Und wie das halt, ich stelle mir das halt wirklich so ein bisschen wie das Wesen von Asperger-Leuten vor, dass sie jetzt wirklich da so sitzt, so, ich muss jetzt eine Studie starten. Ist das wirklich so? Kann ich Sex erlernen? Von den Gedanken hängen, glaube ich, halt wirklich, dass es bei einer Person, die diese Krankheit hat, dass es so ist. Dass die dann wirklich erstmal analysieren, kann das wirklich so sein? Muss ich irgendwie einen Lehrer engagieren, was auch immer. Auf jeden Fall entscheidet sie sich dann dazu, einen Escort-Service zu kontaktieren. Und dann springt halt die Sicht auf den Kerl. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Habe ich schon wieder aus meinem Kopf verbannt. Auf jeden Fall ist er halt ein Typ, der mit Mädels oder Frauen schläft, um damit ein bisschen Geld zu verdienen, einfach weil er nicht so reich ist. Er hat einfach nicht so viel Geld. Und ja, die beiden treffen jetzt aufeinander. Und jetzt kommt die klischeehafteste Beschreibung eines Treffens. Er denkt sich halt so, dass er so eine Frau Mitte 50 irgendwie bekommt, die irgendwie ledig ist oder die niemand haben will, so ungefähr. Auf jeden Fall sieht er dann sie. Und als er dann bemerkt, dass sie seine Kundin ist für den Abend, denkt er sich so, wow, okay, mit so einer Hübschen hat er schon lange nichts mehr gehabt und die weckt irgendwie direkt so ein Kribbeln bei ihm. Also die klischeehafteste erste Beschreibung eines Treffens, die es gibt. Es ist halt wirklich so, oh, sie ist so schön, oh, das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Irgendwie merke ich sofort, dass ich was für sie fühle. Und du denkst dir so, genau, Junge, vom ersten Blick, ist klar, total realistisch. Auf jeden Fall haben wir dann die Situation, ich halte das jetzt nicht mehr hoch, weil ihr müsst das Cover nicht sehen, das Buch ist nicht der Rede wert, noch nicht mal. Also eigentlich ist das Buch nur der Rede wert, wenn ich mich drüber aufregen kann. Ich habe von diesem Buch 50 Seiten gelesen und hätte es dann am liebsten in die Ecke geschmissen. Ihr kennt mich, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der es mag, wenn Leute über Bücher herziehen. Aber ich finde es ganz, ganz komisch, weil mir, nachdem ich eine Sprachnachricht an Blanche geschickt habe, also sie ist ja eine gute Freundin von mir und wir schicken uns immer Sprachnachrichten über Bücher und ich habe halt so geschrieben, so, ich verstehe dieses Buch nicht, ich verstehe nicht, wie das jemand lesen kann. Und dann hat sie mir gesagt, dass das in Amerika oder ich weiß nicht, im Ursprungsland auf jeden Fall
so krass gehypt wurde, dass jeder dieses Buch so, so toll fand und so, so gut fand. Und ich habe da gesessen und habe mir gedacht, dieses Buch ist schlechter als 50 Shades of Grey. Ihr kennt mich, ich habe ja 50 Shades of Grey sogar eigentlich gemocht, auch wenn es Klischees hat und alles. Aber dieses kitschige Getue bei einer ersten Begegnung, das war mir so übertrieben. Vor allem dann auch dieses, sie möchte dann direkt mit ihm schlafen und sie eigentlich noch nie irgendwas daran mochte. Sie mochte es weder, wenn sie geküsst würde, noch, dass sie angefasst wurde. Und Zungenküsse schon mal gar nicht. Und er sagt ihr immer, was er machen wird. Erstmal findet sie es doof. Und dann sagt er, ja, lass dich drauf ein. Und dann findet sie es richtig geil. Wo ich mir so denke, wo ist da die Asperger-Autistin? Ich konnte von Anfang an erkennen, okay, sie liebt das Programmieren. Es ist alles so, wie ich mir das halt vorstelle, wenn Leute Asperger haben oder Autist sind. Und auch dieses, ist es wirklich so, dass ich Übung brauche? Brauche ich einen Lehrer? Kann ich dann erlernen, wie man Sex hat? Auch dieses passt so in dieses Bild. Und dann kommt dieses, ich küsse ihn, ich mag küssen nicht, er erklärt mir, was er macht und dann finde ich es geil. Ich möchte, dass er mich anfasst auf einmal, ich finde es total super. Natürlich schlafen sie erstmal nicht miteinander und er will ich dann auch ein, ihr Lehrer zu sein, aber nur dreimal, weil er ja das schon des Öfteren hatte, dass die Mädels ihm danach hinterhergelaufen sind. Und ich meine, es ist so dieses, er findet sie direkt süß und er fühlt auch direkt schon was für sie und er weiß, das wird anders als sonst und er willigt ein, das zu machen und er kann es überhaupt nicht verstehen, dass die anderen Männer überhaupt Sex mit ihr hatten, weil sie total erstarrt ist. Und Leute, es ist so schlimm, auch wie die miteinander reden und generell wie geschrieben wird. Ich fand diesen Schreibstil gut, da kann man noch sagen, vielleicht liegt es an der Übersetzung. Aber kennt ihr das, wenn in Büchern bestimmte Verben oder Adjektive benutzt werden, die schon so darauf hindeuten, dass es ein absolut grottenschlechter Schreibstil ist? Und alle diese Wörter, genau diese Wörter, die ihr euch jetzt vorstellt, werden in diesem Buch benutzt. Das ist so nicht gut. Es ist nicht gut geschrieben, es ist keine gute Geschichte. Es hat einfach so vieles, was ich einfach auf den 50 Seiten schon richtig ätzend fand. So klischeebehaftet, so ekelhaft kitschig, dass man nur da sitzt und sich so denkt, so Grinch, einfach Grinch. Und ich verstehe nicht, also ganz ehrlich, ich muss ja dazu sagen, in Deutschland auf BookTube habe ich dieses Buch bisher noch nie gesehen. Gut, ich bin nicht so der Typ, der jetzt übermäßig viel auf BookTube noch unterwegs ist, aber ich habe das bei uns hier auf BookTube noch nie gesehen. Aber als ich dann halt erfahren habe, dass das einfach in Amerika so gehypt wurde, dieses Buch, habe ich mir schon wieder so gedacht, wie viele Leute es da draußen gibt, die anscheinend noch nie richtig, richtig gut geschriebene Literatur gelesen haben. Ich meine natürlich, es ist wahrscheinlich ein gutes Buch für Leute, die Erotik toll finden und die nicht besonders hochwertige Literatur gut finden. Aber ich verstehe halt nicht, wie man wirklich von diesem Buch sagen kann, dass es ein Highlight ist oder dass es besonders schön ist. Also das kommt mir einfach nicht ins Gehirn. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Also wenn dieses Video jemand sieht, der dieses Buch gut fand, dann würde ich halt echt gerne mal wissen, warum. Weil das kann mir halt niemand sagen, dass das Buch gut geschrieben ist. Das ist es definitiv nicht. Ich habe gute Schreibstile schon gelesen und das ist definitiv kein guter Schreibstil. Das kann an der Übersetzung liegen, das kann so sein. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich das Englische definitiv nicht lesen werde. Aber ja, das ist halt absoluter Mist. Auch von der Story her. Das passt einfach nicht. Ich meine, es ist eine gute Idee, es hätte was Gutes draus werden können, aber es ist halt einfach so, dass sie als Autistin dann auf einmal alle ihre Ängste über Bord wirft, weil sie ihn so toll findet. Ach, nee, das brauche ich echt nicht. Nee. Auf jeden Fall, das letzte Buch, das ich euch zeige, habe ich zwar noch nicht zu Ende gelesen, aber ich werde es heute wahrscheinlich beenden und ich möchte euch einfach schon was drüber erzählen, weil ich das nicht einen kompletten Monat lang liegen lassen möchte, nur um es euch dann im nächsten Lesemonat zu zeigen. Und zwar handelt es sich um dieses Buch, das tatsächlich auch noch diesen Monat bei mir eingezogen ist. Ihr werdet es nicht in meinem Neuzugänge-Video sehen, weil ich es tatsächlich einen Tag, nachdem ich das Neuzugänge-Video gedreht habe, doch noch gekauft habe. In diesem Buch, Was perfekt ist von Colleen Hoover, geht es um Quinn und Graham. Und wir haben hier zwei Zeitebenen, einmal damals und jetzt. Und in der Damals-Zeitebene bekommen wir halt erzählt, wie Graham und Quinn sich kennengelernt haben, was erstmal aus einer sehr schlimmen Sache resultiert ist, nämlich hat ihr Freund sie betrogen mit seiner Freundin. Und dadurch lernen sich Graham und Quinn eben kennen. Und daraus entsteht tatsächlich ihre Geschichte, wie sie zusammenkommen, wie sie sich kennenlernen und wie sie dann wahrscheinlich später heiraten. Denn wir kommen jetzt zur Jetzt-Ebene.
In dieser Ebene sind sie verheiratet, allerdings sehr, sehr unglücklich. Sie lieben sich zwar beide noch wirklich sehr, sehr dolle, allerdings kann Quinn keine Kinder kriegen. Und deswegen verändert sich ihr Leben sehr, sehr krass, weil sie sich auch verändert. Sie ist todunglücklich. Sie hat das Gefühl, dass sie ihn unglücklich macht, weil er gerne Vater geworden wäre. Er versucht alles, um sie glücklich zu machen. Sie kann aber bei jedem Mal, wenn er sie berührt, nur daran denken, ist jetzt der gute Moment in meinem Zyklus, könnte ich vielleicht jetzt schwanger werden? Und sie auch dann natürlich überhaupt keine Lust empfindet und auch das nicht mehr schön findet, weil sie halt immer im Kopf durchgeht, ja, könnte ich jetzt davon schwanger werden oder nicht? Und dann immer die Hoffnung in sich trägt, auch wenn es vielleicht wieder nichts wird. Und ich kann das so nachfühlen. Sie tut mir so, so leid. Und es ist natürlich einerseits immer sehr, sehr schön, wenn man die Damalszeitebene hat, weil man merkt, die beiden passen so perfekt zusammen. Und das ist einfach so krass, das Ganze in dem Kontrast zu sehen, wie ihre Beziehung einfach jetzt momentan ist, in einer Zwickmühle, aus der sie nicht rauskommen. Und einen Tanz, den sie jeden Tag aufführen, einfach weil sie versuchen, diese Ehe aufrechtzuerhalten. Also es ist eine sehr ernste Thematik, das kennen wir ja von Colleen Hoover schon und ich muss halt dazu sagen, ich habe jetzt drei Viertel des Buches gelesen, also ich kann euch nichts vom Ende natürlich sagen, mache ich ja eh nie, aber ich kann euch nicht sagen, ob mir das Ende genauso gut gefallen wird wie der Anfang. Aber drei Viertel des Buches ist einfach top und ich finde, mit diesem Buch hat sie es wieder so ein bisschen in ihre alte Manier geschafft. Weil ihr wisst ja, dass die letzten Bücher von Colleen Hoover mir nicht ganz so gut gefallen haben. Too Late fand ich grottenschlecht, eines der schlechtesten Bücher, die sie je geschrieben hat. Without Merit, jetzt lass mich mal gucken, wie hieß das denn noch? Die tausend Teile meines Herzens. Fand ich auch nicht gut, das war mir zu chaotisch, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und sie ist halt immer sehr in diese Dramatikschiene abgedriftet. Und zwar nicht nur mit einer Dramatik-Thematik, wie das in diesem Buch der Fall ist, man ist ja auf eine Thematik fixiert, sondern sie hat immer alles reingebracht. Wenn jemand sich geliebt hat, hat er zum Schluss noch geheiratet und Kinder gekriegt. Also da ist immer alles drin gewesen. Alles, alles, alles. Und ihre letzten Bücher sind halt immer, immer schlechter geworden. Und ich finde halt, mit diesem Buch halten wir wieder einen waschechten Colleen Hoover in der Hand. Es ist wunderschön geschrieben. Man empfindet komplett mit den Charakteren. Man findet es einerseits traurig, andererseits lacht man viel, wie sie sich kennenlernen. Ist total süß. Und man kann einfach verstehen, dass sie möchten, dass es so bleibt. Dass es einfach in dieser perfekten Beziehung bleibt. Aber es kann einfach nicht so weitergehen, weil sich beide nicht gut fühlen, weil beide unglücklich sind und weil beide ja gerne Kinder möchten, aber sie tänzeln halt so umeinander rum und es ist einfach so krass. Es ist so krass, weil wir so mitfühlen können, wie es den beiden geht. Ich kann beide so gut nachvollziehen und bin so dabei, auch wenn man Quinn ab und zu gerne mal eine Ohrfeige verpassen würde, weil man sich so denkt, jetzt zeig deinem Mann doch einfach, dass du ihn liebst, jetzt zeig ihm doch einfach deine Zuneigung, aber es ist für sie halt einfach so beschämend und so schwierig, weil sie diesen Wunsch so sehr in sich hat und auch weiß, dass sie ihm das verwehrt, dadurch, dass sie keine Kinder kriegen kann. Und Leute, das hat mich wirklich sehr berührt. Also ich finde es wirklich super, dass ich mal wieder einen Colleen Hoover in den Händen halte, der mir wieder sehr, sehr gut gefällt, weil, wie gesagt, in letzter Zeit war das eher nicht so der Fall. Und damit war es das dann auch schon. Das war mein Lesemonat Oktober 2019. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelaufen mit 8 Büchern. Also ich habe nichts daran zu meckern. Ich hätte zwar gerne mehr gelesen, aber ich meine, 8 Bücher sind schon richtig viel. Also ich bin ja auch nicht so der Typ, der sagt, umso mehr, umso besser. Es geht mir halt wirklich auch darum, dass ich das lese, wenn ich gerade Bock drauf habe und hoffe, dass es immer gute Bücher sind. Und ja. Genau, diesen Monat waren halt tatsächlich sehr, sehr viele gute Sachen auch dabei. Einige Sachen, die ich ein bisschen überhyped fand, ein bisschen, ja, mir nicht das gaben, was ich davon erhoffte. Ein bisschen was, was ich nicht so toll fand. Und ein Buch, das ich abgebrochen habe, was bei mir wirklich sehr, sehr selten vorkommt. Aber ja, genau, das war mein Lesemonat. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr diesen Monat so gelesen habt und ob ihr vielleicht schon was davon kennt, was ich gelesen habe. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!